Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Thimbleweed Park. Hier mit Ransom. Was haben wir eigentlich zuletzt gemacht? Eieieiei. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Sie steht hier. Was hat sie dabei? Oho. Ja. Wir brauchen immer noch. Das ist das Einzige, was ich weiß. Also. Wir müssen Franklin aus dem Hotel bekommen, damit er die Gruft von innen öffnen kann. Wenn die Gruft von innen geöffnet ist, gehen wir mit den Rowles zum Friedhof und wir eröffnen das Testament. Damit Franklin aus dem Haus kommt, brauchen wir das Buch. Buch. Mit den Beschwörungen. Was man eigentlich logischerweise nur bei der Madame Morina findet. Die einzige, die bei der Madame Morina noch eine Dialogoption hat, ist die Ray. Irgendwie. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal hin. Ich kann es mir nicht anders erklären. Dieser Laden muss eine Bedeutung haben. Ich weiß, wir haben es schon 10.000 Mal ausprobiert. Und wir kommen da halt nicht hoch. An dem Ding, an der Leiter. Ui. Okay. Los rein da. The monkey paw knows. So, gell? Wir kommen hier hin, aber wir kommen irgendwie nicht dahin. Weil sie nicht rankommt. Ich sag euch, das muss da oben sein. Wegen dem Alphabet. Irgendwas hatte ich mir da gedacht mit Voodoo. Dass da irgendwas steht. Wir gucken mal. Welcome to the thimble, the water. Ja, mhm. What other crap? A highly sought after item. We have here the wrist guard of calculation. I'm gonna stop you right there. That's a calculator watch. And all of your magic mumbo jumbo is nonsense. It's okay, child. You simply don't have the gift. Those who are attuned to the netherworld are most suited to these high quality trinkets. Okay. Goodbye, das bringt uns nicht wirklich weiter. No way, I'm touching that. Gut, wir können hier nichts machen. Not getting any closer to that. Ja. Ah, das sind nur die Bücher. It's on cursed wheels. Cursed wheels, schau an. No way, I'm touching that. Ah nein. Nee, leider. It's on cursed wheels. Jetzt mal so ganz rein aus Interesse. I can't reach that. Können wir die eigentlich können wir die eigentlich schieben? Ich habe die ganze Zeit gedacht, weil die verfluchte Rollen hat, dass die Rollen sich von alleine bewegen, aber I can't reach that. Das machen die nicht. I can't reach that. Okay. Boah, da müssen wir so einen Remix draus machen. Ich traue mich jetzt echt nicht. Das ist so verdammt. Spoiler. Don't touch the books unless you know what you want. Schade, klang lustig. Oh Gott. Wie das funktioniert jetzt, ne? Eigentlich wäre es gut, weil ich weiß das nicht weiter, aber. Wieso hat das jemand in den Kommentaren geschrieben, bitte? Nein! Nein! Oh, ich hasse euch alle. Hier. Ja, komm. Was für der Evil Twins? Your Shadow and You. Ha! Ah, wie witzig. Flirting with the Devil, how to. Format your Camera. Ich habe gerade Your Camera geschaut. Da steht Karma. Alles klar. Wir müssen irgendwo hin, wo V ist. Das ist ganz schön groß, das Gebäude ist von außen viel kleiner. Ui. Wat? The dead cat in the head. Voodoo! Don't touch the books unless you know what you want. Ich weiß doch, was ich will. Oh. It's a book with a skull on the cover. Ah, not just any book with a skull on the cover. Das macht es viel einfacher. It's the book of the dead. Take it if you wish. It's on the house. But beware. Beware of what? Nothing, it just sounded ominous. Cool, wir kriegen es sogar geschenkt. Survi-
Witches be crazy. It's a book with a skull. Nein, nein, nimm. Nimm. Oh. Shame on me, ey. Dass ich das nicht vorher gemacht habe. Das ist so einfach gewesen. Schade, dass man die ganzen Bücher nicht angucken kann. Stand da was über Horcruxe? Gerade? Habe ich das richtig gesehen? Na gut, jetzt wissen wir wieder, was zu tun ist. Und zwar von vorne bis hinten. Jo, 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 jo. Guck mal, das Gebäude hier. Das geht bis da, ja? Da geht es nicht so weit nach oben. Ja, bye. Achso, ich muss ja gar nicht laufen. Ich habe ja so eine coole Karte. Für das Hotel. Ah, dann fahren wir halt hoch zur Dolores. Nein, nein, wir fahren nicht hoch zur... Ach, was soll's. Jetzt kommt der Fahrstuhl eh schon. Der nächste Versuch wäre jetzt gewesen, mit ihm zu reden, aber ich glaube, das hätte nichts gebracht. Das haben wir mit Dolores... Mit Dolores haben wir es ja probiert und da gibt es keine Auswahloption. Komm, fahr ins Penthouse. Ich hoffe, wir müssen nicht mehr machen, außer dem Buch und den geheimen Lichtschalter zu betätigen. Ich frage mich halt, was mit diesem Stein ist. Den braucht der Franklin den nicht? Bitte nicht. Ich weiß nicht, wie wir den nehmen sollen. So, Dolores, du darfst das machen, weil es dein Vater ist. Gib Buch an Dolores. Thank you. Thank you. Oh, wow, jetzt habe ich aber gerade ganz schön Frosch im Hals. Gut, da geh mal rein, du. Nutze. I don't want to do that. It would make it look red. Das wollte ich doch gar nicht. Nutze auf Podium. Rede, hier ist Rede. I think it needs to be glowing to be able to work. It needs something from the dead. Was? LeChuck's Bart? Was braucht es denn von den Toten? Nein! Ja, dann gib mir doch deinen Stein, du. Dude, nimm. Nimm gibt's nicht. Seppe. Stay away from my crystal. Ach, Scheiße. Was brauchst denn von den Toten? I think it needs to be glowing to be able to work. It needs something from the dead. Es braucht etwas von den Toten. Meine ich damit egal was oder was von den Toten im Sinne von Grabstein von Chuck. Weil es ja sein Haus ist, ist ja nicht sein Buch, ne? Seht aber nichts dabei von den Toten. So, du bist ja auch noch oben. I don't want to play games with my starship now. Geht nicht. I'd better hold on to this until later. It doesn't seem to fit that. Ja, ja, I'm Ende sure des Spiels kommen, ich weiß. Die Blume ist das Einzige. The book is glowing. Das ist so unlogisch. Die Blume ist doch nichts von den Toten. Komm, Franklin, geh da wieder rein. I can't reach that. It's a... Ja, it's a door. Okay. Komm, Dolores. I don't know what words to say to cast the spell. Maybe only certain people can read the spell itself? Franklin. Mumbo jumbo. Mumbonius jumbonius. Let me visit my dead relatives. Was? Oh. Ein Portal. Looks like Chuck got a tomb to fit his ego. Ach, das gibt's doch gar nicht. So. It's a heavy wrought iron gate to Brother Chuck's tomb. I see a switch inside. Das ist ein ganz schön behinderter Zauberspruch gewesen. Wenn man dazu It's sagen a big darf. Electrical knife switch, straight out of Frankenstein. Faserstaubkörnchen. So, dann seppe mal. Ah! Die Lesung, Teil 5. Ich war noch gar nicht fertig. Oder? Die hat gesagt, die kommt erst, wenn ich da bin. Hallo, Dolores. Now, all three of Chuck Edmonds' stipulations are fulfilled as we stand next to his remains. I will now read his will.
I, Charles Edmund, being of sound mind and body, do hereby declare this, my last will and testament, blah, 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 legalese here. Oh. Ah, viel yes. Respekt. It is my will that the entire estate of all property and money be passed to... Yes? Yes? Madam, quiet, please. To the Amalgamated Holdings Corporation. What? And that all of Thimbleweed County be plowed under and a giant server farm be built in its place. You've gotta be kidding. Was? What? Oh my. Server? Lakes Farms. Okay. The destruction of Thimbleweed County will begin 2 days after verifying this will and testament. Oh, and this last part in tiny print. Dolores gets a Pillowtron 3000 t-shirt. This is as much as he'll ever get from Pillowtronics. Lenore gets nothing. Franklin gets nothing. Doug gets my ceremonial zinc-plated shovel. Yippee! Well, good day. I'd better pack now. Ich wollte Schlüssel haben. Here's your zinc-plated shovel, Doug. And your t-shirt, Dolores. Enjoy. Well, I never. Come along, Peter and Chucky. We're leaving. Oh mein Gott. Das war schon Teil 5? Teil 6. Die Fabrik. Boah, das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Something is very wrong here. I need to get into the factory and see if I can figure out what happened to Uncle Chuck. Ja, und zu Onkel Papa Franklin. So, Dolores, erstmal nimmst du das Staubkorn. Jesus sag. It's Uncle Chuck's sarcophagus. Hope he's resting well. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. Doch. It's much too heavy to open. And I don't think I'd want to anyway. Am Ende lag er da gar nicht drin, liegt er da gar nicht it's drin. It's a Pillowtronics t-shirt with a tube on it. The only thing I got from Uncle Chuck. I feel like this was his final insult. Na super. Ja, Franklin, und du, was machst du jetzt? Flüchte in das Jenseits. Ach, er hat schon mit Dolores, das war okay. Und wie flüchtest du jetzt, Franklin? Schwebe zu Portal. Mumbo so. Jumbo, Mumbonius, etc., etc. Ach, krass. Sind wir jetzt geflüchtet? Nein. Komm, schneller, schwebe. Schwebe schneller, schau an. Where's my sarcophagus? Why does brother Chuck get one and I don't? Maybe ja, it's because no one found my body. Richtig. Der liegt ja noch im Kühlschrank in der Kanalisation. Kühle sagt. I'm tired of you pushing me around. Maybe I should just find a hole to crawl into? Komm, nee. Dolores didn't want to run your stupid factory. Mhm. Ooh. You never respected me, Chuck. Ja, Franklin, und nun? Warte mal, was ist denn... Ups, da wollte ich ja gar nicht zurück. Können wir hier noch sonst irgendwas machen? Halt! Schau an, Schalter. It's a big electrical knife switch. Mhm. Straight out of Frankenstein. Mhm, okay. Gut, Franklin, dann flüchte mal in das Jenseits. Some weird power, is keeping me close to the portal to the hotel. I can't get over there. Was? Das ist jetzt aber strange. Ja, Franklin, wie willst du jetzt wieder hier rauskommen? Wie willst du jetzt ins Jenseits flüchten? Ich würde sagen, da machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich muss das jetzt noch verarbeiten. Die ganze Zeit sitzen wir hier an dem einen Teil und auf einmal kommt Schlag auf Schlag. Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Also, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.